Willkommen zu unserem Küchenlüftungsevent, zu unserem Online-Event. Unser Vertriebsleiter, der Vitali Ley, meine Wenigkeit, Sven Rentschler, Geschäftsführer der Rebin GmbH, zusammen mit dem Holger und dem Bernd Ruwinkel von Schneider Elektronik, Exportleiter, und der Bernd begleitet Laborprojekte, ja, weltweit für die Schneider Elektronik. Was es damit auf sich hat, kommen wir später wieder drauf zurück. Guten Morgen aus Lingen. Auch Holger Reul wird intensiv mitpräsentieren, mitdiskutieren. Holger ist aus Butzbach bei Frankfurt, bei uns bei Reben verantwortlich für den Vertrieb für ganz Hessen, Saarland und Rheinland-Pfalz. Hallo, schönen guten Morgen in die Runde. Das war's dann schon mit Vorstellung, und jetzt wollen wir eben rein in das Thema CO2-Reduzierung bei der Küchenlüftung. Warum machen wir das zum Thema? Warum machen wir da eine extra Präsentation? Und auch sonst ist das ein Thema, das uns sehr intensiv am Herzen liegt. Klar, CO2-Fußabdruck aktuell in aller Munde, aber was der eine oder andere nicht so auf dem Fokus hat, ist das Potenzial, das bei einer Küchenlüftung schlummert zur CO2-Reduzierung, zum CO2-Abbau, ist ja brutal, ich kann es nicht anders nennen. Da habe ich mal aus Wikipedia rauskopiert, wie die Luftwechselrate definiert ist. Also da geht es eben bei der Luftwechselrate um, wie oft pro Stunde wird das Volumen von einem Raum ausgetauscht. Wie man hier auf der Folie sieht, sind wir da üblicherweise in Bereichen unterwegs von 5-mal bis maximal 10-mal pro Stunde, wo das Volumen ausgetauscht wird. Und jetzt mal dieses 5- bis 10-fach pro Stunde bitte merken und das jetzt mal vergleichen mit dem, was bei einer gewerblichen Küchenlüftung nicht die Ausnahme ist, sondern die Regel ist. Also die Dimensionen, wo wir da unterwegs sind, sind 50-fach bis 100-fach. Die Regel ist irgendwas zwischen 50-mal und 100-mal pro Stunde wird dieses komplette Volumen per Abluft abgesaugt und dann eben per Zuluft ersetzt. Das heißt dann eben, wie man es auf der nächsten Folie sieht, so ein Raum, so ein gewerblicher Küchenlüftungsraum wie hier zu sehen, wird mindestens 50 Mal pro Stunde ausgetauscht. Und da sind wir dann halt relativ schnell bei Luftmengen 10.000, 20.000, 30.000 Kubikmeter pro Stunde. Also ich habe momentan ein aktuelles Bauvorhaben, das ist ein großes asiatisches Restaurant, was in Frankfurt gerade in der Planung ist, und sagen wir mal auch im Spätsommer, wenn irgendwann die Pandemie wieder vorbei ist oder halbwegs im Griff ist, dann eröffnet werden soll. Und ich habe die Unterlagen zugeschickt bekommen mit der Kücheneinrichtung. Da ist eine Küche drin, wie man das so kennt, in großen chinesischen Restaurants mit Gasbox, und wo halt auch dann die Köche da stehen, wo man vom Speiseraum aus hinschauen kann, die sogenannte Event-Cooking. Da stehen, ich habe das gerade mal notiert, 16 große Gasbox, die also alle richtig Power haben. Und da stehen dann die Leute da und machen dann für, das Restaurant hat Stühle, oder da können 400 Leute gleichzeitig essen. Und da kann man sich vorstellen, was da abgeht, wenn die Küche voll Power läuft. Und ich habe auf Basis von den Leistungen, die die Box haben, einfach mal die Luftmenge berechnet, ohne dass ich jetzt irgendwelche anderen Geräte, die auch noch da drin sind, mit berücksichtigt hätte. Und da kam ich schon locker auf 23.000 Kubikmeter Abluft, erforderliche Abluft nach DIN berechnet, und wenn man das jetzt mal umlegt auf das Raumvolumen von der Küche, komme ich auf sage und schreibe einen 422-fachen Luftwechsel. Also man sieht, dass in den Küchen immer mehr Leistung installiert wird und sich wenig Gedanken darüber gemacht wird, wie man das in den Griff kriegt. Und diese Luftwechselzahlen, die du jetzt genannt hast, zwischen 50 und 100, die sind eher die untere Schwelle. Also ich habe ständig bei den Berechnungen Zahlen, die deutlich über 150 bis 200 gehen. Ja, wenn man das jetzt in Relation nimmt zu den Luftwechselzahlen, die ich vorher mit dem Wikipedia-Input gezeigt habe, ja, zeigt eben das wahnsinnige Potenzial, das da schlummert, weil wir es mit extremsten Luftmengen zu tun haben. Und da dazu jetzt eben die Frage,
Was müssen wir, wenn wir das smart machen wollen, wenn wir das über ein Monitoring abfangen wollen, wenn wir es steuern, regeln wollen, weil es eben Sinn macht, wie wir jetzt gelernt haben, was braucht es da? Und klar, man kann es digital machen, aber was machen wir digital? Easy say, but wie machen wir es? Und dazu müssen wir eben ja, die Hauptaufgaben von der Küchenlüftung kennen. Es sind im Grunde drei Aufgaben. Und gut, was sind die drei Aufgaben von der Küchenlüftung? Das fängt zunächst einmal mit dem Schritt 1 an, dass man alles erfassen muss. Da gibt es dann auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Wir haben auch hier so ein Modell. Das ist ein Modell, also soll eine Küche darstellen. Hier unten sieht man den Koch und drüber haben wir eben eine Erfassungseinrichtung, ein Modell von einer Induktionshaube. Also auf der Seite die X-Zyklonabschalter und auf der Seite die Seite, wo eben Induktionsluft eingeblasen wird. Kontrovers diskutiert, ich weiß es, aber das ist eben ein sinnvolleres System, um diesem Erfassen, diesem Schritt 1, um diesen Schritt 1 gut zu lösen. Also da kann man mit so einer Haube dieses Erfassen lösen, auch diese Zuluftproblematik, dass nicht alle Luft durch den Raum muss, kann man ein Stück weit umgehen. Aber der Hauptsinn von so einer Technologie ist, den Schritt 1 sinnvoll umzusetzen. Der Schritt 1 ist zu erfassen. Und eine herkömmliche Ablufthaube, die saugt halt nur im Sommerbereich. Ich sage immer, Kerze aussaugen macht kein Mensch, er bläst sie aus. Warum saugen wir sie nicht aus? Weil dieser Saugbereich um die Abschalter 30, 50 cm ist und alles, was wir weiter weg sind, erfassen wir nicht mehr. Und dazu brauchen wir zusätzlichen Strom, einen Luftstrom, eine Induktionsströmung, der uns diese aufsteigende Dämpfe Richtung Abschalter bläst, damit wir Schritt 1 sinnvoll umsetzen können. Also Schritt 1, das Erfassen. Wenn wir es denn sauber erfasst haben und uns diese Dämpfe nicht überall hingehen, müssen wir sie natürlich absaugen. Das wäre dann der Schritt 2 von einer guten Küchenlüftung. Und dann eben nicht nur absaugen und aus dem Gebäude dem Nachbar vor die Fassade blasen, sondern was wir absaugen, also diese ganzen Schadstoffe, Dämpfe und so weiter, müssen getrennt werden und abgeschieden werden, gefiltert werden und dass eben nur noch trockene, saubere Luft aus dem Gebäude geblasen wird. Also das sind so die drei Schritte. Und diese drei Schritte gilt es eben zu überwachen und in den Griff zu bekommen. Im Maschinenbau ist es seit Jahren Usus, dass man über die Industrie 4.0 diskutiert, also Prozesse, Maschinen intelligent macht, Wartungen ankündigt, Daten aus dem Produktionsprozess herausbekommt. In der Küchenlüftung bis dato fast nicht existent, nicht mal in Nuancen und Ansätzen. Deswegen eben haben wir uns als Schlagwort, als großes Ziel über dieses ganze Thema, als Überschrift gesetzt, Küchenlüftung 4.0. Küchenlüftung 4.0 bedeutet, diese drei Schritte smart zu machen, intelligent zu machen. Wie kann man es smart machen? Wie kann man es bedarfgerecht steuern? Das Einfachste, das Primitivste und nicht mal das wird in der gewerblichen Küchenlüftung oft gemacht, ist, was wir zu Hause machen im privaten Haushaltsbereich. Wir schalten unsere kleine Haube bei uns in der Küche ein und aus, wenn wir sie brauchen. Richtig. Also was man jetzt hier sieht, der Kochprozess in Anführungsstrichen beendet. Was machen wir? Üblicherweise schalten wir sie aus, Licht aus, Ventilator aus, weil sie uns oft auch zu Hause zu laut ist. Aber das ist die primitivste Form einer bedarfsgerechten Steuerung. Und selbst das ist in der gewerblichen Küchenlüftung oft nicht gegeben und oft nicht umgesetzt. Also ein Beispiel, das der Vitali und ich tagtäglich bald sehen können, das ist eine Shopping Mall. Morgens, wenn die Shopping Mall aufmacht, wenn die Lüftung hochfährt, fangen die Erfassungseinrichtungen an abzusaugen. Und das machen die bis abends 22 Uhr, wenn die Shopping Mall wieder ausmacht. Fertig. Die saugen klimatisierte Luft ab, die dann wieder eben ersetzt werden muss, in den Raum gebracht werden muss. Also da hat man null, nicht mal eine manuell bedarfgerechte Steuerung. Einen anderen Weg, den man
aktuell fast noch bei jedem Projekt geht, um dennoch etwas den CO2-Fußabdruck in der Küchenlüftung zu reduzieren, ist, dass man, ich hätte jetzt fast gesagt, mit dem Gleichzeitigkeitsfaktor spielt oder auch trickst. Bei dem Gleichzeitigkeitsfaktor, ich habe da mal aus der gültigen Europanorm 16282, also DIN EN 16282, die Definition von dem Gleichzeitigkeitsfaktor rauskopiert. Am Ende des Tages geht es bei dem Gleichzeitigkeitsfaktor um nichts anderes, um die Diskussion, habe ich eine Küche, in der alle Kochgeräte gleichzeitig ein sind. Für diesen Betriebszustand wird zunächst einmal die benötigte Abluftmenge berechnet und ermittelt. Und das wäre dann der Gleichzeitigkeitsfaktor 1,0. Also auf der nächsten Folie nochmal erläutert. Man sieht hier jetzt die Kochgeräte, also hier sind es eine immens große Anzahl von großen Kochkesseln. Und da ist jetzt eben die Diskussion, die man oft hat, sind diese Kochkessel, also alle Kochkessel in diesem Küchenraum, gleichzeitig im Betrieb? Wenn sie da sind, braucht es Gleichzeitigkeits 1,0. Und da fangen jetzt eben die Spielchen an. Das ist ähnlich wie beim Skatspielen, dass man nicht nach oben reizt, sondern nach unten reizt. Und da werden dann Dinge gemacht. Der Holger bekommt es viel öfters mit seiner tagtäglichen Beratungsfunktion. Holger, erläuterst du bitte. Also es passiert häufig, dass ich dann zu Erstgesprächen bei Planern bin oder sogar auch bei Betreibern, wo Betreiber mit am Tisch sitzen und man redet dann drüber, weil wir in der Regel erstmal immer die Luftmengenberechnung mit dem Gleichzeitigkeitsfaktor 1 machen und wir dann mit einer relativ hohen Luftmenge dahin kommen. Ja, und dann ist natürlich immer die Schwierigkeit, hohe Luftmenge bedeutet natürlich auch, ja, hohes Invest. Ich muss ein relativ großes Gerät einsetzen, ich brauche entsprechend große Kanäle, alles, was damit zusammenhängt, und es kostet natürlich auch am Ende des Tages Geld. Und dann wird gesagt, nee, also das ist zu viel, das ist Gottes Willen, das können wir nicht annähernd machen, da müssen wir irgendwelche Lösungen finden, und dann wird natürlich sofort die VDI oder die E-Norm zitiert und rausgeholt, und dann gibt es diese schönen Tabellen, wo dann drin steht, bei der und der Küche und bei dem und den Anzahl von Essen kann ich ja runtergehen auf 0,7, 0,6 oder was auch immer. Dann kommen teilweise auch Argumente, dass gesagt wird, also diese Kochgeräte, ja, die kaufen wir zwar, die stellen wir auch dahin, aber laufen werden die so gut wie nie, wenn überhaupt, ja. Dann frage ich dann immer, ja, warum kauft diese denn dann überhaupt für viel Geld, wenn sie doch eh nie laufen sollen? Also man versucht wirklich alles, um im Vorfeld diese Luftmenge immer schön nach unten zu rechnen. Und ja, das Ergebnis ist dann halt, wenn das Buch ausgeführt wird, dass man wirklich nachher mal die Küche ausgelastet ist. Wenn es ein Restaurant ist, was gut läuft, oder ich sag mal in einem Krankenhaus, die sind eh alle belegt, ja, oder Altenpflegeheime sind in der Regel auch zu 100% belegt. Und dann braucht man einfach die Kapazität, für die Küche ausgelegt ist. Und wenn ich dann anfange und spiele mit Sachen 06, 05, dann habe ich halt einfach bei Kochblöcken, die wirklich mal alle laufen, was nicht ungewöhnlich ist, dann fehlt mir da 50-40% Luft. Und dann stehen die Köche nachher im Nebel und beschweren sich. Man sieht es dann auch auf der nächsten Folie. Das ist jetzt eine Situation, wo man sicherlich sagen kann, wenn die Lüftung selbst mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,5, also die Hälfte vom Maximalen ausgelegt wäre, wird es in Ansätzen funktionieren, weil man sieht ja, die meisten Kochgeräte im Vordergrund sind nicht in Betrieb und nur im hinteren Bereich hat man Kochaktivität. Also theoretisch könnte man sagen, mit der halben Luftmenge kommen wir hier schon klar, aber auch nur in der Theorie. Die Geräte, die man hier sieht, also zum Beispiel gleich ganz vorne so ein Vario Cooking Center. Diese Geräte, mit denen kann man ja unheimlich viel machen, die sind auch super, die sind wirklich hochmodern. Aber auch da wird getrickst, weil ich sag mal, mit diesem Gerät kann man in der Regel auch frittieren. Ja? Und ich mache es immer so, wenn keine Fritteuse sonst in der Küche vorhanden ist, dann setze ich so ein Gerät in der Berechnung als Fritteuse an, was natürlich daraus resultieren, eine sehr hohe erforderliche Abluftmenge mit sich bringt. Ja, und auch da ist es dann so, dass ich schon festgestellt habe,
dass die Leute dann keine Fritteuse oder auch eine Kippbratpfanne, was man, was es ja im Endeffekt auch ist, was man daneben sieht, ansetzt, sondern einfach ein stinknormales Kochfeld. Ja, und das ist natürlich dann nur ein Bruchteil der Luftmenge, die da ermittelt wird, für das, was das Gerät eigentlich benötigt. Ja. Das heißt also, auch da wird getrickst, es wird mit allen Mitteln versucht, irgendwo die Luftmenge runterzubekommen, um dann nachher ja, eine Küchenlüftung zu haben, die halt dann funktioniert. Was du hast kurz erwähnt, und in der Europanorm steht es ja auch, das Ganze ist mit dem Betreiber und Nutzer abzustimmen. Bloß da muss man jetzt halt wissen, solche Küchenlüftungen, die haben eine Vorlaufzeit für die Planung. Also, Vitali, ein Jahr wär schnell. Also, das Vorlaufzeit von 2, 3 Jahren haben wir immer wieder mal, oder? Das ist durchaus gängig. Und da ist es einfach unmöglich, ein Ding, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, da mit dem Betreiber und Nutzer 3 Jahre bevor der Nutzung zu diskutieren, wie er die Küche nutzen wird, wie er die Küchengeräte gleichzeitig auslasten wird. Entwickler von Gebäuden planen die Gebäude nicht, sie entwickeln sie nur. Planer planen nur, bauen die Gebäude aber nicht. Die Leute, die bauen, betreiben die Häuser nicht. Und was machen die Betreiber? Sie vermieten die Gebäude, benutzen sie aber nicht. Und jetzt sollen wir 3 Jahre vor der Nutzung festlegen, wie viel gleichzeitig die Kochgeräte ausgelastet sind. Das ist ein Glücksspiel, ein Ding der Unmöglichkeit. Und deswegen ist das eben... Ja, super kritisch, was man eben hier auf der Folie sieht. Und ich habe es jetzt mal grün markiert. In diesem grünen Bereich haben wir Kochaktivität. Und jetzt kommt das nächste Problem dazu, das kaum jemand in der Planung auf dem Fokus hat. Jetzt ist es ja so, dass ich habe vorhin gesagt, eigentlich in der Theorie würden wir hier mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,5 über die Runden kommen. Nur ist das Problem, dass diese um 50% reduzierte Abluft wieder überall anliegt. Also damit meine ich, wir haben diese um 50% reduzierte Abluft, die saugt überall. Also wir haben jetzt beispielsweise hier Erfassen und Absaugen von was? Von nichts. Wir haben gegenüber Erfassen und Absaugen von was? Von nichts. Und wir haben da hinten ein Kochgerät, das volles Rohr dampft, bei dem haben wir Gleichzeitigkeit 1, aber bei dem haben wir die Luftmenge auch um die 50% reduziert. Es ist ja nicht so, dass wir die andere Abluft, die quer verteilt um 50% reduziert sonst wo anliegt, zur Verfügung stellen. Die saugen wir hier sinnlos ab, da hinten würden wir sie händeringend brauchen. Und das Letzte da dazu, das, was der Holger gerade gesagt hat. Gnade uns Gott, wenn in dieser Küche alle Kochgeräte gleichzeitig in Betrieb sind. Dann sieht es da aus, wir haben einen schönen Oktobermorgen. Dann haben wir mehr Dampf, mehr Thermik, mehr Schadstoffe in der Luft, die von unten nach oben aufsteigt und oben nicht abgesaugt wird. Oder nur die Hälfte davon. Also da haben wir dann richtig schön eine brutale Nebelwand auf so 2 Meter Kopfhöhe, Kochpersonal. Permanent in der Küche stehen. Und ja, das ist so die Ausgangssituation. Also das Potenzial für eine mögliche Reduzierung, Einsparung, CO2-Einsparung, Energieeinsparung ist brutal, haben wir ganz zu Anfang gelernt. Der Ansatz, der momentan gemacht wird, ist, ich formuliere es jetzt mal freundlich, sehr handwerklich und weit weg von technologisch fundiert oder intelligent weiterentwickelt. Und das eben der Ansatz für unser smartes Monitoring. Also man sieht es jetzt hier nochmal farblich hinterlegt, was ich gerade erzählt habe. In diesem roten Bereich, warum um Gottes Willen saugen wir da ab und erfassen? Was denn? Da gibt es nichts abzusaugen, da gibt es nichts zu erfassen. Und da gibt es auch nichts vom Abluftstrom zu trennen. Dann lass uns doch diesen Bereich runterfahren, totschalten und alle zur Verfügung stehende Abluft, die wir ja eh schon runtergewirkt haben, auf ein absolutes Minimum, verschieben wir in den Bereich, wo wir sie wirklich brauchen. Den hinteren, grün markierten Bereich. Das ist die Idee, das ist der Ansatz für unser smartes Monitoring. Und das machen wir eben im ersten Schritt dadurch, dass wir so eine Küche, wie man sie jetzt hier sieht, in Zonen einteilen. Also hier nochmal 2 Zonen, wo wir aufteilen, rote Zone, grüne Zone. In solchen Zonen beginnen wir mit unserem smarten Monitoring. Also das heißt, da wollen wir über Sensoren erkennen,
Besteht eine Kochaktivität oder besteht keine Kochaktivität? Mit diesem smarten Monitoring begonnen haben wir da vor 10, 15 Jahren mit einer richtig Forschung und Entwicklung und die Tüftle, man sieht es jetzt hier so orange eingekreist, das sind feuchte Temperaturfühler. Noch relativ weit aus der Erfassungseinrichtung herausragend, wie gesagt, das sind ältere Anlagen, aber so hat es begonnen. Mit solchen Fühlern haben wir begonnen zu versuchen, eben zu detektieren, zu erkennen, was ist in den verschiedenen Zonen, also in diesen verschiedenen roten Rechtecken, die ich gerade auf der Zeichnung gezeigt habe, was ist da die Aktivität, was geht da vonstatten? Oder halt gibt es keine Aktivität, kann man dann über Klappen die Abluft runterfahren, gegen Null fahren und dann lieber die Abluft in eine andere Zone verschieben. Und der erste Schritt, dass wir das hinbekommen haben, waren unsere feuchte Temperaturfühler. Hier sieht man den Fühler nochmal. Und ich habe unten links so Dick und Fett Boost geschrieben. Also das war ein Riesenthema, dass herkömmliche Fühler viel zu träge waren. Weil ich sage mal, wenn so ein Kochkessel in der Küche aufmacht da, oder so ein großer Konvektomat aufgeht von Rational, da kommen ja binnen einem Bruchteil von einer Sekunde riesen Dampfwolken raus. Das heißt, unser Sensor muss diesen Anstieg der Luftfeuchtigkeit unheimlich schnell erkennen und dann müssen wir es unheimlich schnell umsetzen können und da brauchen wir Klappen, die unheimlich schnell reagieren und das war ein Punkt, an dem wir lange zu knabbern hatten bei der Entwicklung. Also ursprünglich kamen die Sensoren aus USA, die waren unheimlich schnell und dann hatte man aber das Problem, dass die kalibriert waren auf 0 Grad, 0 Volt, 100 Grad, 10 Volt Ausgangssignal. Als Beispiel. Und ich sage mal, wenn wir in der Küchenlüftung, in der Erfassungseinrichtung 0 Grad messen, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Also haben wir diese Sensoren aus USA importiert, mussten die Kennlinie neu kalibrieren auf einen Arbeitsbereich, der in gewerblichen Küchen sinnvoll ist. Und so war dann der erste Schritt, dass wir die einsetzen können. Wie schnell sowas gehen kann, und wie schnell die reagieren, zeigt Vitali jetzt mal kurz in einer Demo. Also wir haben hier wieder die Sensoren eingebaut in ein Aluminiummodul, also so wie sie auch in der Erfassungseinrichtung heutzutage integriert sind. Nur die Fühlerspitze schaut raus, die Sensorspitze schaut raus. Und hier haben wir eben eine Klappe, die wir ansteuern. Über eine Hardware, über Software von Schneider Elektronik. Als Einleitung, wie schnell so ein System reagiert, legt Vitali jetzt hier auf die Fühlerspitze nur mal ein feuchtes Tempotaschentuch drauf. Einmal. Ja, und schon geht die auf. Man sieht es, wie schnell das die versucht einzuregeln. Genau den Datenpunkt zu berechnen, was wir brauchen, um so die Luft dahin zu steuern, wo wir die gerade brauchen. Wenn ich das jetzt wegnehme. Also es ist auch nicht nur ein On-Off, das heißt, das Vitali legt nicht drauf und es geht von 0 zu auf 100 auf, sondern das je nach Feuchtigkeit, je nach Datenpunkt, aber dazu später von Bernd und Vitali viel mehr dann. Aber also man sieht es jetzt, das versucht schon nachzuregulieren, geht runter, die Feuchte lässt langsam danach am Fühler. Ja gut, ich habe jetzt den Lappen komplett nass gehabt, deswegen, die schließt sich nach und nach nach unten. Jetzt, wenn die komplett zu ist, demonstrieren wir das selber nochmal mit Temperatur. Ich reibe einfach die Hände, dann sieht man bei einer Temperatur, wie schnell das auf und zu geht. Jetzt reibe ich mal an den Händen, dass ich da die Temperatur auch vorführen kann. Sobald ich den. Ja, man sieht, wie schlagartig das die Klappe aufgeht. Wir haben jetzt ungefähr 39 Grad. Die Klappe ist vollständig offen. Das heißt, es wird jetzt in dem Moment, solange ich die Hand hier noch halte, die Luft komplett befördert. Sobald ich die wegnehme, also Kochaktivitäten werden beendet. Und kühle Fühler ab und man sieht, wie schnell das die Klappe sich wieder schließt, vollständig zu. Also es
Kein einziger von den Fühlern nimmt irgendwas wahr, also weder Feuchte noch Temperatur. Das heißt, die Klappe macht komplett zu. Wie wir das alles umsetzen, was für Hardware, da haben wir viel unserer Schwester, der Schneider-Elektronik, zu verdanken. Die Bedeutung, das ist das Wort oder beziehungsweise ein Kürzel für Raven Speed Control. Durch den Einsatz so einer intelligenten Steuerung, so einer intelligenten Lüftung im Küchenlüftungsbereich hat man natürlich auch eine sehr hohe Verbesserung der Wirtschaftlichkeit. Also indem die Kochaktivitäten ziemlich früh von so einem Sensor erkannt werden und dementsprechend die Luft, wo die gerade benötigt wird, hingeschoben wird oder dementsprechend auch den Frequenzumrichter das Lüftungsgerät so weit reduziert, so viel auf die Menge Abluft, die wir eigentlich benötigen. Das ganze Messsystem, Steuerung, Regelung oder die intelligente Küchenlüftung selber besteht aus eigentlich vier Komponenten. Also nachdem die Luftmenge festgelegt worden ist und ja, die Zoneneinteilung auch von uns vorgenommen worden sind, werden die eigentlichen Komponenten, die benötigt werden, dazu ausgelegt von uns. Und das ist in erster Linie ja, das Messsystem selber, der Hauptprozessor, das RSC. Der Hauptteil ist der Prozessor, das ist ein Rechner, wenn man so will. Dann kommt der Umwandler. Auch der ist nötig, weil wir eben, wie das Werner schon vorhin erklärt hat, die Sensoren, die liefern Temperatur und Feuchte, mit denen kann man nicht arbeiten. Das heißt, wenn wir jetzt 0 Grad haben, sagt uns das nicht. Deswegen muss man das umwandeln und das passiert hier in diesem Kasten. Es wird umgewandelt von 0 auf 10 Volt. Die Temperaturen, die Feuchtegrenzen werden hier eingestellt, hier einprogrammiert. Das heißt, die gängigsten Temperaturen in der Küche werden ja voreingestellt. So ein Sensor hat jetzt, sag mal zum Beispiel 19 Grad bis 40 Grad. Wenn er alles was unter 90 Grad der Sensor erfasst, ist für ihn keine Kochaktivität. Das ist ja, Raumtemperatur. Sobald die Temperatur steigt, hier drin am Sensor, der Fühler das wahrnimmt, geht es dann stetig nach oben. Also von 0 bis 10 Volt, je nachdem, was man dann einsetzt. Bei 10 Volt wären es dann 40 Grad. Sobald ich 40 Grad messe, habe ich dann volle Leistung. Das heißt, die Klappe geht vollständig auf. Und die Luft, was da benötigt wird, die nötige Abluft, wird hier in diese Zone bedarfsgerecht abgeführt. Das ist ja nichts, wo Raven entwickelt oder gar baut, sondern was von unserer Schwester, der Schneider Elektronik, kommt. Richtig. Und ich habe gesagt, im weitesten Sinne kommt es aus dem Laborbereich, aber da vielleicht die Bitte an den Bernd, dass er noch mal kurz unseren Zusehern erläutert, wo das herkommt und warum das Schneider schon relativ weit entwickelt mit uns in der Küchenlüftung adaptieren konnte. Also Schneider Elektronik bewegt sich eigentlich, ich würde mal sagen, zu 95% im Laborregelungsbereich. Das heißt, wir regeln variabel die Laborabzüge, kennt man vielleicht, wer damit noch gar keine Berührungspunkte hatte. Das kennt man aus dem früheren Chemieunterricht, Biologieunterricht. Da gab es halt eben diese Kästen mit der Glasscheibe vorne, die rauf und runter gehen. Und wenn man sich jetzt ein Pharmaunternehmen vorstellt, wie Merck, Böhringer in der Richtung, die haben nicht nur 5 Stück wie im Chemieunterricht, sondern die haben von diesen Laborabzügen teilweise 400 bis 500 in einem großen Laborgebäude. So, und da die nicht halt eben 100% konstant absaugen den ganzen Tag, sondern variabel geregelt werden, das heißt von geschlossenem Frontschieber bis geöffnetem Frontschieber eine variable Luftmenge fahren, brauchen die auch eine entsprechend schnelle Regelung. Und diese Regelung und Signalisierung, dass der Abzug sicher ist, das ist eigentlich unser Hauptaugenmerk, was wir entwickelt haben. Ja, das heißt also, wir haben diese Elektronik entwickelt mit einer schnell laufenden Klappe, schnell laufender Stellmotor und der Funktionsanzeige vorne, die halt eben signalisiert, dass der Abzug sicher ist. Im Laufe der Jahre hat sich dann noch weiterentwickelt, dass wir auch die ganze Raumlufttechnik mit übernommen haben. Das heißt also, wir machen die ganze Raumluftbilanzierung. Das heißt, wir bringen Zuluft ein, die gegenläufige Abluft. Ähnlich wie bei Küchen gibt es natürlich auch dementsprechende Normen in Laboren. Wir müssen achtfachen Luftwechsel gewährleisten, wir müssen Raumunterdruck gewährleisten. Das machen wir halt eben mit unseren schnell laufenden Stellklappen und schnell laufenden Messsystemen und mit unserer Elektronik, die halt eben auch Anbindungsmöglichkeiten an jegliche Gebäudeleittechnik zur Verfügung stellt. Also was wir jetzt hier mit Raven gemacht haben, ist, wir haben unsere Elektronik zur Verfügung gestellt und unsere Software. Raven hat den Bedarfsanspruch gemeldet und gesagt, pass auf, wir brauchen eine schnell laufende Regelung, die auf unseren Temperatursensor dementsprechend schnell reagiert und dann eine Luftmenge, die wir vorgegeben bekommen von Raven, ausregelt.
So, und das hat sich jetzt in den letzten 5 Jahren auch mit Projekten immer weiterentwickelt und so, dass wir jetzt eigentlich wirklich ein gutes System haben, was auch sauber funktioniert. Wie sowas dann nochmal aussehen kann in der Küche, die nächste Folie. Also jetzt da nochmal grundlegend dargestellt, so eine Küche, die dann in Zonen aufgeteilt wird. Die Zonen werden jeweils versehen mit so einem Sensor. Der Sensor sitzt meistens direkt über das Kochfeld, über den Kochherd. Sobald eine Kochaktivität stattfindet, geht der Sensor mit seinen 0 bis 10 Volt auf und führt das Signal weiter an dieses Steuersystem. Das Steuersystem intern tut es überwachen, gibt dann je nachdem die Kommunikation weiter zu der nächsten Zone, zu der nächsten Zone, zu dem Abluft, sodass die alle miteinander immer ständig kommunizieren und dementsprechend auch die Luft dahin schieben und die Zonen versorgen mit Luft und Zuluft und Abluft, wie, ja, wie es nötig ist. In der Regel läuft so eine Anlage meistens vollautomatisch. Das ist ja auch der Sinn der Sache, dass man gerade davon weggeht, was der Sven ziemlich am Anfang erklärt hat, dass dieses stumme morgens einschalten, abends wieder ausschalten, die Lüftung läuft 100% den ganzen Tag über, ob da jetzt wirklich gekocht wird, weniger oder mehr. Also weg von den Stufenschalter, weg von dieses Ein-Aus, sondern vollautomatisch. Und das wird in der Regel so realisiert, also die Zonen werden an sich selbstständig geregelt, bei Automatikbetrieb immer eine bestimmte, ja, wie soll ich sagen, Grundlastlüftung, sodass ständig eine Bodenlüftung für den Raum gegeben ist. Und das wird in der Regel hier auf der Skala zu sehen auf 30% eingestellt. Das heißt, wir haben hier einen Sensor mit 3 Volt, das ständig läuft ab 3 Volt beginnend. Wenn da jetzt der Sensor irgendwas fühlt, steigt es nach oben bis 9 Volt. Das ist die Grundeinstellung. Oder wenn das nicht erwünscht ist, wenn jetzt zum Beispiel eine Nachtabsenkung gar nicht ja, vorgesehen ist, nach dem eigentlichen Kochbetrieb, ich sag mal jetzt eine Kantine, so eine Mensa, die macht morgens um 6 Uhr auf, schließt dann irgendwo um 16 Uhr, dass nach 16 Uhr wirklich alles abgeschaltet wird. Das ermöglicht auch die reibungslose Reinigung der Abscheider. Man kann dazu jede Zeit dann dran Abscheider rausnehmen, weil dann eben auch die Lüftung komplett aus ist. Aber die Regel ist dann wirklich vollautomatisch, sodass wirklich eine Grundlüftung immer da ist und bei Bedarf hochfährt. Skaliert kann man das je einstellen, individuell, je was gekocht wird, wo stärker gekocht wird, an welchen Stellen. Ob ich jetzt bei 3 Volt anfange, das einzustellen. Das heißt, im Klartext, wenn ich jetzt 1000 Kubikmeter Abluft für diese Zone, für diese, ich sag mal jetzt eine Spülküche benötige, bei 1000 Kubikmeter, wenn da keine Kochaktivität ist, ist der Raum trotzdem immer mit einer Grundlüftung von 300 Kubikmeter gegeben und durchlüftet. Sobald die Spülmaschine aufgeht, haben wir ja gesehen, reagiert der Sensor sofort auf eine Feuchte, geht hoch. Das sehen wir dann auch zum Schluss. Habe ich wunderbare Videos, wo wir aufgenommen haben bei der Inbetriebnahme, wo man sieht, wie schnell das so eine Wolke entstehen kann und wie schnell das die abgesaugt werden kann. Dann gibt es noch eine Funktion, die eigentlich auch sehr wichtig ist. Das ist eine Alarmschwelle. Das heißt, auch da gibt es ein Signal raus, wenn jetzt irgendwo die Luftmenge nicht eingehalten wird. Und da ist jetzt auch im Vorfeld schon so eingestellt oder einprogrammiert, was eigentlich sinnig ist oder Sinn macht. Das heißt, wenn der Ist-Wert kleiner als 50% liegt, also immer unter den Sollwert mehr als 50% liegt und das über 5 Minuten, sobald diese Abweichung da ist, kommt ein Alarmsignal. Das heißt, irgendwo in der GLT kommt dann entweder optisch oder auch akustisch ein Signal, da stimmt was nicht, poppt dann auf. Das sind dann IP-Adressen, wo man dann erkennen kann, okay, da stimmt was nicht, muss man überprüfen. Wenn man jetzt meint, oh Gott, oh Gott, oh Gott, 50%, 5 Minuten, das ist ja viel zu wenig und die Alarmgrenze ist viel zu tief, das ist alles frei programmierbar. Das heißt, also das Das machen ist wir auch bei der genau. Inbetriebnahme. Wenn wir merken bei der Inbetriebnahme, okay, das passt auf diesen Anwendungsfall nicht, dann können wir das anpassen, individuell auf dieses individuelle Projekt. Die Grundlast. Alarmstellen, also 3 Volt entspricht einer Temperatur, einer Raumtemperatur, die übertragen ist. Aber auf alle Fälle ist es halt eben so, dass wir diese Grenze auch angepasst haben, je nachdem, welche Grundlast sowieso schon in der Küche war. Wir hatten ein Projekt, das war grundsätzlich sehr warm in der Küche und da war die ganze Zeit die Regelung am Laufen. Da hat sie die ganze Zeit halt eben, war sie über 3 Volt. Das heißt, also sie war so hatte immer so ein gewisses Grundrauschen. Da haben wir mit dem Kunden halt eben besprochen, okay, wir setzen die
Schwelle etwas höher, auf 4 Volt, auf 4,5 Volt. So, dann war dieses Grundrauschen halt eben weg und es war dann wirklich nur im Kochbetrieb dann wieder. Ne? Das sind aber Sachen, die machen wir bei der Inbetriebnahme halt. Ne? Dafür sind wir ja vor Ort. Gut, jetzt nochmal zusammengefasst, die, ja, auf diesem Diagramm, die Luftbilanz, also ja, was passiert da? Also wir haben einmal die Raumluft, die Abluftzonen und die Raumzuluft. Bei einem Betrieb, wo nicht gekocht wird, das ist dann meistens in den Morgenstunden, haben wir eine Grundlast, fährt alles gleich, ich sag mal jetzt bei 30%, sobald Kochaktivitäten stattfinden, fährt die Abluft nach oben, parallel dazu die Zuluft und die Raumluft, die dann zusätzlich noch benötigt wird, wird in dem Fall nicht benötigt, wird runtergeschalten, so lange bis die Kochaktivitäten stattfinden. Sei es jetzt 3 Stunden, sei es 4 Stunden, sei es je nachdem nach Bedarf, in welchen Zonen das ist. Oder es gibt auch Projekte, wo etagenmäßig die Küchen verteilt sind, wo dann auch die Zonen dementsprechend hin und her gefahren werden über ein Lüftungsgerät. Es pendelt sich dann irgendwann wieder ein, sobald die Kochaktivitäten aufhören, hat man Automatikbetrieb, wo dann konstant fährt, oder man macht dann aus. Die Sensoren werden heutzutage schon so verbaut, dass man die kaum sieht. Wir haben vorher die Bilder gesehen vom Sven, wo dann die Sensoren ja einen halben Meter fast unter der Decke, so viel war's nicht, 20 Zentimeter unter der Decke rausgeschaut haben. Heute haben wir die hier in dem Bild ja, kaum sichtbar. Ich tue es mal hier jetzt so vorstellen. Also die Sensoren sind wirklich, die gucken raus bei 20 mm und die haben eine Schutzkappe. Diese Schutzkappe ist Zinter gefertigt. Das heißt, die kann abgenommen werden, gereinigt werden. Ist natürlich, also der Sensor selber ist geeignet für extreme Kochaktivitäten in Küchen. Der ist wirklich dafür ausgelegt. Die Sensoren sind geschützt durch diese Kappe. Hier nochmal ein Bild zu sehen, das ist die Kappe, die dann tatsächlich sichtbar ist und die kann problemlos abgeschraubt werden. Ich nehme die Kappe mal ab. Da sieht man innen drin. Das sind dann so Sensorblättchen, ja, so kapazitive, wo dann die eigentliche, genau, Sensorfunktion haben. Das Silber ist eben ein gesindertes Metall, das luftdurchlässig ist, aber für Aerosole, Partikel eben nicht. Ja. Gut, ein weiteres wichtiges Bestandteil ist die Beförderung der Luft. Das heißt von Zone zu Zone, das machen wir mit Hilfe von Volumenschirmregler, die von Scharko gestellt werden. Auch da die Differenzdruckmessung basiert eigentlich in diesem, ja, in diese elektronischen Regelung von Schneider. Das heißt, da drinnen sitzt nochmal ein elektronischer Differenzdruckfühler. Also hier wird vollautomatisch und präzise genau berechnet in diesem Steuerelement, in diesem Regeleinheit, was man auf dem Bild hier weiß sieht. Ja, genau. Das hier drinnen und hier drinnen sitzt nochmal ein zusätzliches Element, wo dann Differenzdrücke gemessen werden, dementsprechend auch die Luft an die Zonen hin und her geleitet wird. Die Zuluft wird ebenfalls über den Zuluftvolumenstrom geleitet. Da wird die Zuluft gesammelt oder ermittelt, komplett von der Abluft abgeleitet der Hauben. Also wenn ich jetzt eine Zone habe mit 5 Hauben und jede Haube hat ja, 2000 Kubikmeter Abluft, dann habe ich für die komplette Zone eine Zuluft einbringen, die auch eben auf die 10.000 Kubikmeter ausgelegt ist. Aber je nach Bedarf wird dann die Zuluft eingeführt oder minimiert oder erhöht. Das, was du, was der Bernd jetzt schon mehrfach angedeutet haben, da ist es eben nicht nur mehr Küchenlüftung, sondern eben Kanalplanung. Das ist schon, ja, das ist schon richtig Kanalplanung. Und bei, wie der Bernd und du jetzt eben gesagt haben, bei Großprojekten ist es essentiell, dass da die Planung nicht nur in Anführungsstrichen nur noch die Haube ist, sondern da geht es um das komplette System, auch das, was dahinter ist. Eine ganz interessante Folie. Wir haben eine grobe oder ja, nach realen Zahlen eine Wirtschaftlichkeitsberechnung dargestellt, also ein Fallstudium. Da haben wir jetzt 4 Beispiele genommen. Einmal ein Kochzustand, ein konstanter Betrieb, 24/7, ohne RSC. Das heißt, es läuft durch die Lüftung bei einer Abluft tagsüber 20.000 Kubikmeter, 24 Stunden. Zuluft dementsprechend etwas weniger, dass wir dann einen gewissen ja, Unterdruck bilden. 18.000 Kubikmeter die Stunde bei 24 Stunden macht in Summe pro Jahr
100.000 Euro. Anschaffungskosten haben wir jetzt gerechnet, ich sehe es jetzt hier nicht, 120.000 Euro, glaube ich, waren es. Genau, ja. Da hat man natürlich null Einsparungen. Der zweite Fall, konstanter Betrieb, tagsüber, nachts ausgeschaltet, das ist ein gängiges Prozedere, dass das so gefahren wird, so eine Küchenabluft. Da haben wir tagsüber 20.000 Kubikmeter pro Stunde Luft, das 14 Stunden lang. Nachts über wird die Anlage ausgeschaltet. Bei der Zuluft ist es so ähnlich. Da hat man Ersparnis von ca. 43.000 Euro, das heißt grob 40% Einsparung. So, und jetzt geht's los. Jetzt kommen wir bei einer Küchenabluft mit so einer Steuerung und Regelung. Das heißt, wir fahren hier Maximum, was wir vorhin erwähnt haben, ständig konstant Luft. Sobald Kochaktivitäten da sind, steigt es nach oben. Bei Kochaktivitäten sind wir ungefähr bei 20.000 Stunden Maximum oder 10.000 Kubikmeter pro Stunde Abluft mindestens und bei Nachtabsenkung mit 5.000 Kubikmeter pro Stunde bei 10 Stunden. Das alles auch bei der Zuluft macht insgesamt eine Ausgabe von ca. 51.000. Ein Ersparnis haben wir dadurch von exakt 50%, was sich innerhalb von 2,5 Jahren irgendwo amortisiert. Noch mehr zeigt sich, noch deutlich zeigt sich so ein Einsparungspotenzial bei Ausschaltung, beim Nachtbetrieb komplett aus. Das heißt, wenn die Lüftung tatsächlich nach Kochbetrieb komplett ausgeschaltet wird, das heißt 10 Stunden keine Aktivitäten da sind, da sind wir schon bei knapp 62.000 oder bei 60% Einsparpotenzial. Das ist auf jeden Fall, die Zahlen sind real. Das wurde nachgerechnet nach einem üblichen oder gängigen Kochbetrieb. Zum Schluss habe ich noch zwei oder drei schöne Videos, die ich Ihnen auch nicht vorenthalten möchte. Also wir haben hier eingebaut eine Haube. Da reden wir von so einer Induktionshaube, wie wir das hier hatten. Also wie wir das hier haben. Hier hatten wir jetzt dieses Kochgerät stehen. Dann haben wir hier hinten den Abscheider und da vorne tun wir dann zusätzlich noch Zuluft einführen, sodass der aufsteigende Dampf direkt zum Abscheider geführt wird. Wie schnell das geht, auch das mit Sensoren, wie schnell das geht, zeigen wir das an diesen Videos. Das ist der erste Film. Also ihr seht unten ein Kombidämpfer oder ein Kochgerät, ein Kippbratpfanne ist das und oben dann die dementsprechende Erfassungshaube. Da steigt ziemlich was hoch. Es geht seitlich nichts ab. Man sieht, wie es dann direkt, ab jetzt geht schon los, die Luft wird nach rechts gedrückt zu den Abscheidern hin. Hier im zweiten Bild sieht man es noch deutlicher. Da wird ein Kombidämpfer aufgemacht. Das ist eine Kombidämpferreihe, wo dann darüber auch so eine Abluftmenge oder Abluft-Erfassung eingerichtet ist mit dem Sensor. Auch hier beachtet man wieder, neben der Lampe, neben der Leuchte sitzt der Sensor. Der erfasst das und wie schnell das funktioniert, wo dann, Also hier wird die Luft direkt weggedrückt zu den Abscheidern und innerhalb von Sekunden ist dann der ganze Dampf weggeblasen bzw. weggesaugt und dementsprechend abgeschieden. Im dritten Film nochmal dieselbe Situation. Hier sieht man noch ganz genau, wie die Linie, wie die Induktionsluft die Dämpfe wegschiebt. In diesem Sinne, wir lassen Sie nicht im Nebel stehen. Das ist wichtig.